drei Sekunden müssten schon um sein. Ich muss immer ein bisschen warten. Willkommen zu einem neuen Video von Lakim LOL. Wir fahren einer meiner selbst erstellten Szenarien. Ich habe es schon ausgetestet. Diesmal werden wir nicht an einer roten Ampel hängen. Habe ich dieses Video überhaupt schon hochgeladen? Ja, ich glaube schon. Also, was heißt schon? Ich habe es vor ein paar Monaten hochgeladen. Oder vor ein paar Wochen. Wir fahren, ich habe es so realistisch wie möglich gemacht, wir fahren IC, den IC 1782. Ich weiß, diese Nummer gibt's nicht, aber ich wollte es so real wie möglich machen. Früher hätte ich da IC hingeschrieben oder IC, keine Ahnung, irgendwas. Aber da es realistisch sein soll. So, wir fahren die BR 101, die kennen wir, glaube ich, schon. Ist ein Szenario, dazu braucht ihr... Taurus, Hamburg, Lübeck oder Main-Splessart-Bahn, Köln-Aachen, ist ja leider durch MC3 net on. So, wir beginnen erstmal, bevor hier vor Aufregung, ja, ist ein Nachtzug. So, wir können erstmal gucken, was hier so rumfleucht, nachdem wir hier die... Störung. Boah. Genug Störung. Wir machen jetzt die... Ich habe noch nie hier die AFB angemacht. Fällt mir gerade auf. Zugspitzensignale. Machen hier die Innenbeleuchtung an. Die da. Nee, die da. Fernlicht. Bremse lösen. Genau. Nee. Können wir noch machen. Was wollte ich nochmal machen? Ah ja, Innenbeleuchtung. Das ist hier Zuglichter. Ist ein bisschen irreführend so. Obwohl, wir können uns ja hier hinsetzen und dann auf 8 klicken. So, was ich hier so alles geparkt habe. Hier ein ICE. Dann habe ich dahinter ganz hier eine Taurus geparkt. Dann hier eine... Noch eine Taurus. Also die Strecke besteht nur aus Taurus und Regionalbahn. Wir werden noch ein paar Sachen sehen. Ah ja, AFB. Hallo. Jetzt. Also die Schalter nerven ein bisschen. AFB, AFB, AFB. So. Setzen hier Ruf und dann Abfahrt. Hey, haben wir die Türen überhaupt verriegelt? Nein, haben wir nicht. Brems! Nee, bloß nicht mit offenen Türen fahren. Türen verriegeln. So, jetzt Abfahrt. Hier kann man das irgendwo sehen. Wir fahren. Wie kann man es hier sehen? Hier. Aachen, Köln, Köln. Also mehr fährt er auch nicht. Also irgendwie hat er hier Anfahrprobleme. Na, ich habe hier ein paar Sachen eingebaut. So viel wird es ja nicht sein. Ist ja nachts um 1 Uhr. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dass das hier... Hier leuchtet es auch. Hier sieht man ja auch Taurus. Wird eigentlich ein bisschen später kommen, aber ich werde gerade einen in den Bahnhof an. Ja, aber ist schon schick, die 101.
bisschen. Das Fenster auf könnte nicht schaden, also bei mir. So, dann muss. Ah, kann mich jetzt eher nicht auf die Fahrt konzentrieren. Wir haben noch in Rush Hour, haben wir noch ein bisschen viel zu tun. Wir haben auch noch ein paar andere Szenarien. Zum Beispiel in, sorry, wachs mir in, wie heißt das? Kassel-Würzburg haben wir ein paar Szenarien. Die sind aber relativ lang. Weil das eigentlich genau die gleiche Strecke ist wie, oh, wir können beschleunigen. Wie beim ICE. Und das Hochladen dauert auch extrem lange. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon im anderen Video gesagt, ein Steuerwagen wäre cool. Das wäre echt cool, dass dann man hinten einsteigt und ich check es. Anhänger sehen so aus. Ja, klar. Aber ein schicker Anhänger hier, also kann man sich machen. Also mir gefällt das. Wir gehen wieder in den Führerstand. Wir haben auch ein bisschen Fahrt vor uns. Nur ein bisschen. 62 Kilometer kriegen wir locker in einer Stunde rum. Jetzt beschleunigen wir langsam. Ich stelle lieber schon auf 40. Hier kann man dann das Rollo runter machen. Also wir erreichen, glaube ich, schon die Maximalgeschwindigkeit. Ah ja, Fenster öffnen. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Und erst jetzt kann man hier die Fenster öffnen. Das ist ein bisschen wild. Zack, verriegelt, entriegelt, verriegelt. Weil jetzt kann man hier gar nichts machen. Erst wenn man entriegelt, kann man hier das machen. Ich hätte so einen Zwischenhalt machen können, obwohl, habe ich euch, ja, ich glaube, ich habe euch schon den IC gezeigt. Es geht hier um die Loks, die uns entgegenkommen, die uns hoffentlich entgegenkommen. Ich bin dieses schon Probe gefahren, obwohl, nee, nicht in der Stunde, wir sind viel früher da, in einer halben Stunde oder so. Habe ich ausgetestet, ich habe auf die Uhr geschaut. Ich habe das tatsächlich die Lok auf dann wegen Geschwindigkeiten auf der Strecke ICE getan. Also man kann da auswählen, ob man Regio RE9 oder ICE ist. Und ich habe halt entschieden, dieser soll halt ICE sein. Also quasi fährt er hier im Namen des ICEs. Das heißt, er bekommt die gleichen Höchstgeschwindigkeiten. Egal, müsst ihr nicht verstehen. Kann ich euch ja mal im Editor zeigen. Der Editor ist auch relativ kompliziert. Also es geht. Nicht so kompliziert wie OMSI, keine Sorge, aber trotzdem ist es ganz schön anstrengend, alle Loks zusammenzufinden. Oh, wir fahren ohne AFD und so weiter. Egal. Ey, wie kann man sich. Kann man die noch hier hin? Ich habe gar nichts gemacht. Warte, können wir mal hier
müssen hier abbremsen. Oh, ich hoffe, wir werden jetzt nicht in eine... Wo ist eigentlich die AfB hier? Zugbeeinflussung. Hab ich mir es doch gedacht. Bitte krieg dich wieder ein. So, Sifa ist aktiviert während der Fahrt, ist nicht so ganz legal. So, wir können hier Abfahrt. So. Ohne viel Gemecker die Sifa eingeschaltet. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Sifa hätte uns komplett ausbremsen wollen würden. Gott, das Licht ist hier. Aha, und wir rutschen. Das Licht ist hier eindeutig zu hell. Kann man hier nicht hier die... Das ist auch eindeutig zu. Damit müssen wir wohl auskommen. Doch, nee, es geht noch dunkler. Aber das hier ist eindeutig die ganze Führerstandsbeleuchtung. Das ist wirklich hell. Aber wir bleiben hier so. Hier kommt uns schon der nächste Regio entgegen. Ein Talent. Zwei. Ey, Quatsch, eine Taurus. Eigentlich fahren hier nur regional Taurus. Gott, hier bald können wir 160, bald können wir 200. 200 ist nämlich leider die Maximalgeschwindigkeit. Cool wäre noch so ein Eurocity. Und vor allem cool wäre ein Eurocity, der über Grenzen fährt, quasi, dass man die Strecke über die Grenze nachbaut. Oh, wir können Gas geben. Und hier ist ein Talent 2. Den habe ich auch eingebaut. Und wir können hier... Hallo. Langsam gehen wir zu den 200er Geschwindigkeiten. Ich hoffe, wir werden nicht nochmal ausgebremst. Also Köln-Aachen könnt ihr alle spielen. Also die, die um sie 3 besitzen, um sie 2 besessen haben, können alle Köln-Aachen spielen. Mit dem ICE. Schon relativ lang. Wann sind endlich 200 erlaubt? Sorry. So schick ist das schon.
bisschen zu. Hier sieht man aber nicht, wer hier abfährt. Und hier ist so ein Trainer. Check. Irgendwann dürfen wir 200 fahren. Irgendwann. Okay, man muss ja auch nicht übertreiben. Mit dem Sifa. Das ist nämlich dieses Pedal da unten, seht ihr es? Noch 43 Kilometer. Seit wenig los in Köln, auf der Strecke zwischen Köln und Aachen. Aber wir können noch maximal 200 fahren, das werden wir dann auch. Ja. Bald dürfen wir 200 fahren. Es kommen uns hoffentlich, oder? Es ist sehr unwahrscheinlich, da extremst unwahrscheinlich, dass uns rot. Sorry. Dass uns rote Ampeln entgegenkommen, ist extremst unwahrscheinlich. Weil ich habe schon ausgetestet und da kam gar keine. Bald dürfen wir unsere Maximalgeschwindigkeit erreichen, weil 200 ist per AFB nur erlaubt, weil dieser Zug hier ist auf, wo auch immer es steht, auf 200 abgeriegelt. Naja. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Ah ja, hier kommt uns dann unser erster Zug entgegen, der IC. Also ich habe da ein bisschen was eingebaut. So ziemlich, ja, auf der Hälfte der Strecke kommt uns dann unser Kollege entgegen, der die Gegenrichtung nimmt. So, bald sind 200 auf der Uhr. Ja, wir können schon mal umschalten. Mehr als 200 geht nicht. Und da ist dann eine Taurus. Gott, der will mich gleich hier runterbremsen, das sehe ich nicht ein. Hier, nach Düren. Der hat bestimmt hier rot, jawohl. Ah ja, hier kommt uns noch eine Taurus entgegen. Ab jetzt sind 200 erlaubt. Ich bin jetzt mal kurz ziemlich schnell durchgebrettert. Darf man eigentlich nicht, hätte runterbremsen sollen, aber meine Güte, da könnt ihr ja mal ein Auge zudrücken, nicht wahr? Hoffe ich. Kann man dann hinten rausschauen, das finde ich ganz cool. Im Gegensatz zu Mitsee kann man ja dann hinten rausschauen. So, bald sind 250 erlaubt. Das werden wir aber leider nicht erreichen. Weil hier kommt uns ein Güterzug entgegen.
Also, ja, so ab der Hälfte kommt schon relativ viele KI-Verkehrsfahrzeuge. Kommen da schon hin. So, wir haben unsere Maximalgeschwindigkeit erreicht. Könnten zwar noch schneller, aber machen wir nicht. Die Sifa meldet sich mal wieder. Wir haben auch gar keinen Fahrplan, können wir ja mal einrichten. Ich weiß aber nicht wie. Leider nicht. Naja, da kommt uns ein Güterzug, noch ein Güterzug entgegen. Ich habe nur, naja, europäische Fahrzeuge eingefügt. Ich werde vielleicht noch daran ein bisschen weiterbauen, aber grundsätzlich ist dieses Szenario fertig und kann ich hochladen. Also vielleicht, weil da sind ja auch Lackierungen von fremden Menschen drin und das wäre jetzt nicht so toll, wenn da jetzt Lackierungen von fremden Menschen sind und ich das dann hochlade und es als meins ausgebe. Also die kompletten Szenarien gehören mir. Ordentlich. Hier kommt uns wieder eine Taurus entgegen. So, jetzt wird es langsam in Richtung Köln. Wir haben noch 25 Kilometer. Wird es noch relativ belebter. Also. Ja. Also, was haltet ihr von diesem, ja, Nachtfahrt? Ja, klar, Lichteffekte sind ganz gut, generell. Innenbeleuchtung ist auch aktiviert. Ja, was haltet ihr davon? Wollt ihr mehr davon? Ich habe noch ein paar Nachtzüge offen auf, mit dieser Lok übrigens. Mit dem IC auf der, Kassel-Würzburg. Kann man noch Nachtfahrten machen mit dem. Der fährt dann halt genau die gleiche Strecke wie der IC hier. Also ist schon schick, also mit den ganzen Anhängern hier. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie gefallen mir die Anhänger. Sehen gut aus. Haben die gut gemacht. Also bei dieser Hinsicht lohnt sich das ja dran. Also ob die Sounds real sind, keine Ahnung. Aber mir ist es ja grundsätzlich egal. Außer es sind so eine Diesel-Lok-Sound, obwohl man in einer E-Lok sitzt. Oder Steh-Sound, während man fährt. Hier ist natürlich verriegelt. So leise ist es hier drin. So laut ist es draußen. Ist
So, das sind Windgeräusche. Wenn wir ja mal uns von innen gönnen. Ja, das sind doch nie und nimmer Endgeräusche. Eine saubere Sache, die Elo. Hier können wir uns mal in den Innen wandern. So sieht es dann innen aus. Und so hat es sich dann. Mist. Da habe ich zu spät. Liefer reagiert. So hört es sich dann auch an. So wird er jetzt auch hier, ja, er wird schnell. Ohne Beleuchtung sieht es dann mit Zuglicht auch halt. Sieht es dann dementsprechend. Sieht es dann so aus und mit. Ja, sieht es dann so aus. Ist schon ein bisschen beleuchtet da. So, jetzt kommen wir langsam auf die Zielgeraden. Natürlich samt SIFA. Ja, wer hätte das gedacht? Also wir haben noch ein bisschen vor. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird. Ja, kleine halbe Stunde habe ich ausgemessen. Und ich weiß nicht, wie lange er für eine halbe Stunde braucht. Jetzt müsste es langsam kritisch werden. Hier kommt uns dann noch eine S-Bahn entgegen. Na toll. Da habe ich so eingestellt, dass sie auch S-Bahn fahren sollen. Und dass die genau quasi die S-Bahn Köln. Ja, okay, ist unrealistisch, aber oh Gott, wir müssen abbremsen. Die S-Bahn Köln. So, wir kommen langsam zu unserem nächsten Halt. Ja, da kann ich doch mal gleich die Ansagen machen. Meine Damen und Herren, da. Moment bitte. Hier ist noch sein. Na? Düren. Wo sind wir hier? SIFA. SIFA. Oh. Naja.
Meine Damen und Herren, in wenigen Kilometern erreichen wir. Ah ja, da ist ein Talent 2. Erreichen wir. Bull. Meine Damen und Herren, in den nächsten Minuten erreichen wir Köln. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Köln. Wir fahren dann weiter in Richtung Zürich. Wir, obwohl, keine Ahnung, irgendwo halt hin. Lol. Irgendwo halt hin. Ja, lass uns was überlegen. Wir fahren dann weiter in Richtung Berlin Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Köln. Bei 60 erlaubt, das können wir dann hier runterbremsen. Habe ich gut abgebremst. Nee, lass uns überraschen, was dort alles parkt. Eigentlich müsste alles schon losgefahren sein. Hier ist noch ein, keine Ahnung was. Die Kölner S-Bahn. Weit sind nur noch 40 erlaubt. Dann biegen wir hier ab. Sind natürlich schon alle abgefahren. Das muss sich auch ändern, dass hier vielleicht ein paar Züge hier halten, damit der Bahnhof nicht so leer ist. Obwohl, 1.30 Uhr müsste eigentlich wenig los sein. So, wir können hier das Gas runternehmen. Können die AFB runter auf 20 stellen. Boah, noch nicht, mein junger Freund. Noch nicht. Noch keine Türenfreigabe. Oh, wir sind noch nicht ganz drin, war ja klar. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt den Kölner Hauptbahnhof erreicht. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Und auf Wiedersehen oder angenehme Nacht passt besser. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. So, Sifa. Die Sifa meldet sich wieder mal. Und dann sind wir. Bremsen. So. Ich mache jetzt Pause, ich mache jetzt Urlaub, Kollege übernimmt. Aber ich finde, wir haben es gut geschafft. Ja. Hier können wir die. Ja, wie soll ich sagen? Ich hoffe, dieses Video hat euch. Bremsen können wir lösen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Habe ich selbst kreiert, habe ich auch schon gesagt. Ich werde noch ein paar Sachen machen, dass dieser Bahnhof hier jetzt nicht so leer ist. Und vielleicht werde ich ein zweites Video machen, wo ich es ein bisschen abgeändert habe. Aber ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss, Le Kimlol. Ah, das scheppert es rein. Ja,
Ja, reicht. Ich werde jetzt auch mein Video beenden. Tschüss, Lekim Lol.